So, hi und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von Angespiel. Ich habe ein neues Game hier, Rise of Man nennt sich das. Es ist sozusagen in der Early Access und ist September 2017 hier rausgekommen. Ja, es ist noch sehr, sehr in der Early Access, muss ich sagen. Ja, es braucht noch ein bisschen, bis sich das Ganze so hier entwickelt. Aber es hat schon wirklich sehr, sehr nice Ansätze hier. Es ist spielt sozusagen hier in der Steinzeit und wir müssen sozusagen hier die Menschheit irgendwo ein bisschen hier ja, weiterentwickeln, sagen wir mal so, ja, Stück für Stück. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, es ist auf jeden Fall ein Strategie-Game und ihr müsst bei dem Game auf jeden Fall ein bisschen mehr Geduld aufbringen. Das habe ich auch schon gemerkt. So, das Ganze ist nur in Englisch und in Russisch hier vorhanden, also in Deutsch nicht. Aber das denke ich immer ist jetzt nicht das Problem, weil der spielt sich selber so in sich so weitgehend selbst erklärend ist. Ja, gut, ich sage, wir starten gleich mal durch hier. So, wir sind mal schon mal in Game. Ich drehe schon mal die Kamera, also vorwärts schieben mit der Maus. Könnt ihr vorwärts und rechts und links, seht ihr das? Und wenn ihr rechten Mausbutton klickt und einmal also den Mausbutton klickt und dann dreht, könnt ihr die Kamera umdrehen und dann kann man auch mit dem Mausrad sozusagen hier rausscrollen. Ja, hier haben wir schon unsere vier Bewohner hier, also unsere vier Menschen hier. Und ja, dann wollen wir mal schauen, dass die was bekommen hier. Dann bauen wir mal das erste. Einen Charter Point. Ich denke mal, ich baue dann diesmal ein bisschen weiter hinten hin. Ich hoffe, das klappt jetzt von meiner Strategie her. Und zwar machen wir hier hin. Das ist sozusagen das Lager hier. Und mit dem, wo ihr sozusagen die Leute dann auch Aufgaben verteilt. Dann brauchen wir noch ein Lagerfeuer. Das ist so eine Art Sammelpunkt. Das machen wir hier rein. So. Dann gehen wir gleich mal hier drauf und sagen diesen Steinzementen hier, ja, kommt mal und ja, tut mal erst einmal ein bisschen hier Holz sammeln. So, die fangen jetzt gleich zum so ein Werkeln an. Jetzt gehen wir mal zurück und gucken mal, ob die schon in Action sind. So, hier wird schon fleißig das Holz aufgesammelt. Ich mache die Geschwindigkeit gleich ein bisschen höher. Mir ist das alles viel, viel zu langsam. Wobei ich muss ehrlich sagen, am Anfang ist es noch recht chillig. Am Anfang geht es noch. Aber dann, ja, kann es dann echt an die Nerven gehen. So, jetzt müssen wir mal hier hinklicken und diesen Ischbo hier das Camp aufbauen lassen. So, und ja, dass die anderen hier auch was machen. Die dürfen jetzt gleich mal Nahrungsmittel besorgen. Wenn der eigentlich schon sozusagen so gut und fleißig beschäftigt hier ist, dann ja, müssen die anderen auch was machen. Hier sieht man schon, hier baut sich das Ganze auf. Haben wir 40%. So, müssen wir die auch noch schnell kommen und dann schicken wir die gleich nochmal weg. Vier Stück, das reicht für einen Tag. Dann holen wir noch ein bisschen Steine hier. Sehr schön, die da rumwuseln und mit einer Hand den Stein hier. Die Frau muss zwei nehmen, der Mann nimmt eine Hand. So, dann was brauchen wir noch? Ich schicke jetzt am Anfang mehr alle in gruppenweise gleich mal weg. Also alle Holz sammeln oder alle Steine und so. Also dieses Durcheinander wie Holz und Stein und Essen und so weiter, die Strategie habe ich gemerkt, die geht nicht richtig auf. So, hier auf jeden Fall das Baumenü. Jedes Mal, wenn ihr sozusagen in das Baumenü reingeht, dann pausiert das Game. Ja, es ist ein bisschen nervig, weil das mehr an einen Effekt von Runden basiert, schon hier irgendwo erinnert, statt an Echtzeitstrategie. Genauso ist es hier unten, wenn die keine Energie und so weiter mehr haben, ja. Dann müsst ihr sozusagen den Tag hier überspringen oder überschlafen. Aber das kommt zu dem Thema kommen wir dann natürlich jetzt gleich. Hier
Der Button, der ist dazu zuständig, dass ihr immer wieder, zum Beispiel, ihr seid jetzt ein bisschen weiter rausgescrollt, dann klickt ihr hier drauf, dann kommt ihr automatisch ins Camp wieder zurück. Ja, hier haben wir Holz, hier haben wir Stein, hier haben wir Fleisch, das haben wir noch nicht. Hier haben wir Beeren, das ist Plant Fiber, also so Fasern, was wir so finden. Und hier haben wir Leder, das bekommen wir alles ein bisschen später hier. Zum Beispiel, das ist Leder und Fleisch kommt alles später. Hier oben links noch. Das ist nur so ein kleiner Button, da könnt ihr die Controls anschauen, wie es funktioniert. Das habe ich euch gerade erklärt. Und hier sind noch ein bisschen so, ja, wie funktioniert das Ganze, ja, Essen und so weiter. Also so kleine Hilfsanleitung. Aber wenn ihr hier sozusagen das Video von mir da gerade geguckt oder so guckt sozusagen, dann ja, habt ihr schon mal so einen groben Einblick, wie es aufgebaut wird. So, hier würde man sagen, was brauchen wir denn? Steine. Holen wir noch mal zwei Steine. Das ist zum Holz sammeln, dass ihr das auch mal gesehen habt. Stein sammeln, Fleisch sammeln und das ist hier unten ist diese Fasern, dieses Plant Fiber, wenn ihr euch das gefragt habt. Weil es guckt ein bisschen so aus wie ja, Weizen sammeln, aber das ist natürlich nicht, das habe ich am Anfang auch gedacht. Und alle Aufgaben, was ihr sozusagen diesen Steinzeitmenschen hier da so aufträgt, wird immer hier von diesem Lager aus geordert. So, hier uns ist unser Lagerfeuer, das brauchen wir erst jetzt dann, wenn wir auch Essen hier haben, da grillen wir und da können die dann essen. Das Einzige, was mich ein bisschen hier stört in dem Game ist, ihr seht schon, die sind ewig lang irgendwo unterwegs, das ist irgendwie total unlogisch. Die transportieren irgendwo das Holz von der weiten Pampa hier, obwohl das da gleich der Baum daneben ist. Das ist irgendwie für mich total, ja, dubios, total unlogisch irgendwie. Guck mal einfach mal, wo die gerade sind. Das ist echt schwierig. Ich habe keine Minimap, ich habe gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo die rumeiern hier. Also, hier kommen schon mal. Jetzt schauen wir mal die Mädels hier nach, wo die wirklich ihre Steine herholen. Hier liegen ja lauter ja, Felsbrocken rum, aber ja, die gehen einfach vorbei. Genauso wie hier. Hier ist ein riesen fetter Felsbrocken. Das interessiert die gar nicht. Die gehen jetzt halt einfach erst schon mal so 10 Kilometer, gefühlt 10 Kilometer hier weiter. Weil, ja, da hinten sind ja viel, viel mehr Steine, ja. Da müssen wir sammeln. Keine Ahnung, ob die hier besser sind als die vorderen. So, wie weit wollen die jetzt noch gehen? Da ist noch ein Stein. Die laufen einfach vorbei. Alles klar, hier auch. Die brauchen wir auch nicht. Die sind nicht interessant. Ich glaube, da hinten gibt es Goldsteine. Lol, alles klar. Ja, aber jetzt holen wir erstmal 10 Kilometer weiter hier den Stein ab. Ja. Hier sind zwar schon 50.000 mittendrin gelegen, aber die sind überhaupt nicht wichtig. Und ihr seht schon, sobald die natürlich hier einen Stein aufgehoben haben, brauchen die ewig lang, bis die wieder ins Camp zurückkommen. Und ja, das stört mich so immens irgendwie. Weil lieber sind die vorm Camp und hacken da ein bisschen rum oder wühlen da ein bisschen rum oder sind der Art, aber nicht dann 10 Kilometer weise hier dann rumspazieren. Genauso mit dem Holz ist das gleiche Problem. Hier liegt es hier im Camp umeinander und keiner sammelt sozusagen hier ein. So, die haben natürlich, haben die? Ja, die haben schon wieder mal keine Energie hier. So, und jetzt ist natürlich das Schöne, wir müssen mal warten. Ja, bis jetzt die da hinten ankommen mit ihren Steinen, müssen wir einfach warten, weil wir nichts machen können, weil die Männer sind schon ausgelaugt. Und die Frauen müssen hier schleppen. Also, ich würde es fast empfehlen, so habe ich jetzt einmal gemacht gehabt, dass ich die Männer zu den schweren Arbeiten geschickt habe und die Frauen hier Essen sammeln lassen habe. So, sie haben keine Energie mehr, keiner mehr. Das heißt, jetzt können wir den Tag sozusagen überspringen. Jetzt legen wir die mal schlafen hier mit dem Button. So, hier wird es auch schon schön dunkel. Jetzt werden sie aktiv auf Nacht. Da werden sie irgendwie, da laufen sie irgendwie schneller ans Bett hin. Keine Ahnung, worauf immer.
Ja, jetzt schnuckeln sie alle. Es ist schon richtig schön symmetrisch, seht ihr das? So, jetzt werden sie dann gleich aufstehen. Und das allererste, was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr jetzt hier die Häkchen setzt. Na kommt. Wieso geht das gerade nicht? Ich muss immer das Lagerfeuer schnell anzünden. Und den Leuten dann Essen gibt, weil dann werden sie von Bing auch besser. Hier seht schon die Pünktchen, das ist die Ausdauer und das ist die Aktion, was ihr ausführen könnt. Und nach dem Schlafen haben die meistens so 1 bis 2, ja. Und ihr könnt die Ausdauer sozusagen hier erhöhen, indem ihr einfach ja, denen was zum Essen gibt. Seht schon hier, die Beeren werden weniger. Ich weiß zwar auch nicht, warum die Beeren hier auf Stöcken aufgesteckt werden. Sieht aus wie so ein früher, so ein Bubblegum-Eis. Ich weiß nicht, kennt ihr die noch? Boom Boom haben die immer genannt. So, jetzt würde ich mal sagen, jetzt brennt das Lagerfeuer. Jetzt schicken wir mal die ganze Meute hier zum Holz holen. Und jetzt seht ihr das Unlogische gerade. Der läuft jetzt zum Holz holen. Und zwar, ja, ich weiß, ich kann nicht schneller scrollen, gell? Aber bis hier hinten zu der Pampa irgendwo, ich weiß nicht, wo ist er jetzt? Ich weiß nicht, gibt es da ein besseres Holz hier hinten? Oder ich verstehe es gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingelaufen ist. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Also, wie gesagt, gerade. Der Ansatz und so wie sie es jetzt gemacht haben, gefällt mir super gut, aber die andere Variante, da müssen es wirklich noch echt Schrauben dran, weil das ist langweilig gerade. Ja, also ich persönlich mache es jetzt auf jeden Fall so. Ich klicke jetzt auf den schnellen Button, weil ja, ich bin da gerade eben nicht geduldig. Ich will mich auch nicht zu lange auf die Folter hier spannen. So, jetzt kommen die wieder zurück. Jetzt bauen wir mal, können wir das schon bauen? Ja. Eine Toolstation, die brauchen wir, dass wir sozusagen Werkzeuge dann herstellen können. Die platzieren wir hier. So, die beiden sind irgendwie da und doch nicht da. Und dann werden wir den jetzt gleich mal den Toolmark hier, die Toolstation hier bauen lassen. So, jetzt kommt er schon mal um die Ecke. Dann darf jetzt dieser Ischbo hier mal, was darf denn der Holz holen, weil das geht so schnell aus. Ich kann das Feuer hier, das Lagerfeuer, auch wenn ich es nicht brauche, ich kann es nicht deaktivieren. Das heißt, es brennt konstant und verbrät uns sozusagen gerade unser kostbares Holz, bis wir die ganze einsammeln. Das ist natürlich auch wirklich sehr bitter. So, hier ist keiner hungrig. Ich spule mal ein bisschen vor wieder. So gefällt es ihm besser. So, jetzt haben wir noch 9 Holz, obwohl wir es gar nichts gebraucht haben. Muss ich den nochmal wegschicken? Was sind denn die alle irgendwie? Jetzt kommt er wieder. Oh, ach, oh, alles klar. Die kriechen ja förmlich. Ich glaube, die waren auch ganz hinten. Ich glaube, da könnten gibt es irgendwie, keine Ahnung, gibt es da Buche, gibt es da Eiche hinten und hier nicht. Gibt es kein Holz anscheinend in der Nähe. Lol, ich kapiere es einfach gerade nicht. So, was brauchen wir? Oh, wir brauchen dann später unbedingt was zu essen. Wir haben keine Beeren mehr. Schickt mir mal die beiden Frauen hier weg. Mal gucken, wo die hingehen zum Bärensammeln. Ah ja, hier ist ein Strauch. Den sieht man kaum. Oder wird er immer nur sichtbar, wenn da irgendjemand hingeht gerade? So, dann geht der nochmal. Zeigt mir mal nochmal den unsichtbaren Strauch. LOL! Alles klar, jetzt haben sie es einfach vom Lager hier irgendwie rausgenommen. Und jetzt nochmal. Die eine sammelt hier, die andere sammelt hier. Okay, jetzt wachsen die Beeren anscheinend schon in der Nähe irgendwo. Was machen die denn jetzt? Die rutschen übers Lager drüber.
So, einfach mal chillen hier. So viel schon getan heute. So, hier können wir schon mal weiterentwickeln, oder? Lol, dieses Geräusch. Lol. Kriegst du einen Anfall? So, der kommt jetzt auch mit dem Holzzeug. So, ich würde mal sagen, wir liegen mit jetzt gleich mal schlafen. Die haben überhaupt keine Ausdauer. So kommen wir auf jeden Fall nicht vorwärts. So, gute Nacht, ihr Lieben. Wieder auf den gleichen Platz wie reserviert. Wahrscheinlich schon warm gehalten von gestern. So, wie der Schatten hier drüber geht. Das ist schon nice. Hier Riesen, Schweinshaxen hier. Die liegen hier einfach rum. So, jetzt wie gesagt, einfach alle mal zur großen Tierfütterung. So, jetzt wieder wie das Eis gegessen hier. Oder Marshmallows gebraten, keine Ahnung, aus den Beeren. Wie das schmeckt. Unfassbar. So, wie guckt es wieder aus? Ich würde mal sagen, wir schicken mir alle einmal kurz zum Essen holen. Oha, das ist ja schnell gegangen. Die haben einfach die Reste vom Lagerfeuer anscheinend rausgenommen. Vielleicht waren ja sozusagen von gestern noch jede Menge Bratkartoffeln hier unterwegs. So, jetzt wie wieder stundenlang gelaufen. Sehr schön. Ja, hol's einfach mal das Holz von ganz, ganz hinten wieder. Wir haben ja Zeit hier. Wir haben ja nichts anderes zu machen. Ja, ist schon schön, wenn man hier das Lagerfeuer anschauen kann, wie schön das brutzelt und so. Das soll ja auch sehr beruhigend sein, das Lagerfeuer hier anzugucken. So, ich gebe denen mal einen kleinen Sprint wieder. Brennt so ein bisschen schneller. So, jetzt sind die wieder da. Dann, was brauchen wir denn noch? Schauen wir mal nach. 25 Steine. Müssen wir die mal wegschicken, schnell Steine holen. Also ich habe es ja auch in meiner Privatwelt hier schon ein bisschen gezockt. Wie gesagt, ich habe echt mich zusammenreißen müssen. Erst einmal, weil der Anfang ist so dermaßen ziehend irgendwo. Und die meiste Zeit, wie gesagt, habe ich es mit diesem System gemacht. Alle weggeschickt, alle Holz, alle Steine und so weiter. Und natürlich dieser tolle Vorspulbutton immer, ja, weil ansonsten sitzt ihr da und ihr denkt nur noch, ja, wo sind sie denn jetzt und was mache ich denn in der Zwischenzeit? Soll ich dabei meine Bude saugen oder, ja, ich finde es ein bisschen ungeschickt gelöst hier. Vielleicht wird es ja noch besser, wie gesagt, es ist ja noch sehr stark in der Alpha, in der Early Access sozusagen hier. Vielleicht wird es hier noch. So, jetzt sind wir schnell erforschen gehen. Mit denen können wir sozusagen später dann die Steinäxte herstellen. Das entwickelt sich alles weiter hier. Ja, ihr kriegt dann immer mehr Symbole freigeschalten. Da könnt ihr so kleine Hütten bauen. Ihr könnt ja, zum Tier häuten und so. Ja, aber das zieht sich echt enorm hin. So, alle mal wieder zusammenholen. Einmal Steine. So, ich mache jetzt das ein bisschen schneller. Ich kann es jetzt gerade echt nicht abwarten. So, wir haben ja schon was Neues erfunden. Wir können demnächst hier einen Bumerang bauen zum Jagen und wir können eine Axt hier konstruieren lassen. Das müssen wir aber natürlich sozusagen auch erst erforschen, wenn man jetzt einfach die Toolstation selbst erforscht, die Steine, wie man die benutzen können, die Feuersteine. Und das kostet hier 75 Holz und das andere kostet 100 Holz und 100 Steine.
So, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir da was machen können. Also der ist jetzt untätig, der hat nichts mehr, der hat keine Ausdauer mehr. Die Frau, die kommt erst, die hat auch noch ein bisschen, die schickt mir jetzt zum Essen holen, weil das geht schneller. Wo ist denn die andere hin? Ach, die kommt jetzt. Die hat auch keine Ausdauer mehr. Und jetzt können wir natürlich den Tag überspringen. Einmal schlafen bitte. So, und einmal alle futtern gehen. Alle den Schweinshaxen hier essen. Noch. Oder die Fischköpfe. Vielleicht essen die auch Fisch, ich habe keine Ahnung. Das ist echt lustig. So, jetzt muss ich nochmal schnell spicken. Wir brauchen Holz, wir brauchen Steine. Was ist denn jetzt wichtiger? Ich würde fast sagen, die Holzaxt ist wichtiger. Also, alle Mann zum Holzhacken gehen. Und dann natürlich das Lagerfeuer auch die ganze Zeit brennt. Verbrauchen wir natürlich enorm viel Holz auch hier. So, zwei haben wir schon wieder verloren. Die schicken gleich weg. Die Männer sind irgendwie immer schneller. Ja, jetzt seht ihr, wie lang das brennt eigentlich, wenn ich das jetzt in den Normalmodus fahren würde. Also hier den ganz linken Normalmodus. Also da, ganz ehrlich, da könnte ich kochen gehen in der Zwischenzeit. So leid es mir tut, aber da brauche ich nicht zum Zocken hinsitzen. Das ist einfach so. In der mittleren Button, das ist wie Normalmodus schon fast, obwohl der eigentlich schon verschnellert ist. Und ja, also in der Anfangsphase, wie gesagt, ich spiele fast nur mit dem rechten hier, weil sonst, ja. Also wenn ich es wirklich Nacht spielen würde, ich glaube, ich würde hier einpennen. So, ja mal. Nochmal Steine sammeln. Sehr schön. Ach, die zwei Frauen gehen wir nochmal zum Essen holen. Genau, und gleich nochmal. Sehr schön, jetzt haben wir schon mal 10 Bären. Die Männer, keine Ahnung, die haben jetzt auch nichts mehr. Die haben es total fix und wertig. Also gehen wir über pennen. Und futtern. Sorry, wenn ich so schnell mache gerade. Aber wenn ihr das jetzt wirklich in Normalmodus spielen würdet, dann, ich glaube, dann sitzen wir morgen noch hier. So, lecker, lecker Fisch oder sonst irgendwie. So, und natürlich alle gleich wieder zum Holz schicken. So, einmal. Wer ist schneller? Wer gewinnt diese Runde? Die Männer natürlich wieder. 1:0 für die Männer. Und die zweite Runde geht an. Na? Oh, die Frauen haben eine Runde gewonnen. Nice. So, die Männer schickt man zum Holz. Die Frauen könnten die Steine schicken. Die brauchen wieder ewig. Da habe ich Steine auch irgendwie. Ach, schick mir die kurz zu den Steine. So, jetzt kommt die andere erst an. Die schickt man auch gleich. Oha, die war aber schnell. Was hatten die denn zu Mittag gegessen? Hat es da früher schon Red Bull gegeben anscheinend? Jetzt kommt sie wieder. So, geh mal, hol mal wieder Steine. Bist irgendwie so fix gerade. Ah, jetzt kommt sie wieder. Und ja, eine Runde geht noch. Ein bisschen nervig immer. Es wäre echt besser, wenn hier so ein Steinpflock ist und die bauen das kontinuierlich ab. Wie gesagt, vielleicht kommt es auch noch. Ich weiß es nicht. Ich spiele jetzt gerade erst seit 1,5 Stunden das Ganze. Bis ich mich da erst einmal reingefunden habe am Anfang. Zuerst habe ich es gar nicht gemerkt, wie es genau funktioniert. Dann war ich nach einer halben Stunde. Sind sie alle verreckt irgendwie? Sind sie alle gestorben? Bis ich gemerkt habe, dass man hier dann immer wieder beim Aufstehen gleich essen muss, weil sonst haben wir kein dezentes Problem hier. So, wir haben jetzt 100.
und fast nichts zum Essen. Also schicken wir die zum Essen und dann können wir mir, ups, oben die Holzhacksklemme erfinden. Hier haben wir noch nichts Neues. Was machst denn du? Nicht chillen hier. Wir haben kein Holz mehr. Schnell, das Feuer geht aus. Toll. Alles klar. Naja, wenigstens brennt jetzt das Feuer, das Holz nicht mehr weg. Auch nicht schlecht. So, 90%. Congratulations. Wood Cutting Station. Sehr schön. Es ist wie so ein Stammbaum hier drinnen, was wir hier da erforschen. Und hier drüben können wir sozusagen dann craften. Woodcutter. 50 Holz, 50 Steine natürlich wieder. Es ist gar nicht so einfach, das immer zusammen zu bekommen. Wie gesagt, das Lagerfeuer brutzelt eigentlich relativ schnell alles hier weg. Und die Ausdauer ist auch schnell verbraucht. So, die Männer sind jetzt schon wieder fix und fertig. Keine Ahnung, was die jetzt gerade machen. Wahrscheinlich gehen die gerade zum Fischen oder zum Angeln, zum Relaxen gerade. Die Frauen müssten hier wieder schuften. Die könnten ja mal zur Hand gehen. So, nochmal zwei Steine hier. So, jetzt kommen sie wieder angeduckelt. So, okay. Eine Runde schlafen nochmal hier. So. Es ist natürlich jetzt dumm, dass unser. Nein, nicht nochmal schlafen. Okay, ich habe jetzt verkehrt gelegt. Okay, jetzt sind sie bestimmt gut ausgeruht. Ja, weitgehend. Jetzt muss natürlich einer wieder das Lagerfeuer anmachen, weil es wieder ausgegangen ist. Das ist natürlich sehr miese. Vielleicht wieder einen Ausdauerpunkt. So, alle zum Brotzeit machen gehen. Fisch oder frische Fischstäbchen, wollte ich schon sagen. Fleischstäbchen. So, die sind noch nicht fertig mit dem Essen. Komm, braucht doch nicht so lang. Was wollen wir denn machen? Mit müssen wir. Ja, wir brauchen 50 Steine. Sprich, schicken wir mal die ganze Kompanie hier zum Steine holen weg. Haben wir 50, 51. So, dann bauen wir hier gleich mal den Woodcutter hier. Was kannst du das du gleich mal machen? Du stehst eh nur rum gerade. So, komm, nicht abhauen. Was machst du denn? Was macht er denn? Ja, schöner Busch. Goldrutenbusch anscheinend. Ja, das macht total fix und fertig, hier den Busch anzuschauen. Ja, siehst schon. Genau, da muss der andere vom Holzhacken weggehen und muss das hier aufbauen, weil der andere muss jetzt einfach den Busch angucken. Das war einfach zu spannend, zu interessant. So, kommt und ihr dürft zum Holzhacken gehen. So, schön. Mach mal ein bisschen schneller. Oh, guckt aber, was er für ein Speed drauf hat. So geht das. Ah ja, oh ja. So, können wir denn das schon schaffen? Ah, wir brauchen Blendfiber. Schickt man den mal schnell zum Blendfiber farmen. Komm, ihr auch noch mal schnell. Blendfiber. Ach, wir haben minus 5. Lol, wie können wir minus 5 Blendfiber haben? Lol, wie geht sowas? Habt ihr da gerade irgendwo Kredit aufgenommen? Hat es da schon eine Bank gegeben? So, wie ihr seht, hier können wir dann natürlich weiter craften. Wir können eine Axt bauen, Pickaxe und so weiter. Und dann sollte das Ganze alles ein bisschen schneller funktionieren.
Ihr braucht definitiv bei dem Spiel am Anfang echt, echt, echt viel Geduld oder einfach diesen tollen Vorspulbutton. Es ist sehr amüsant noch. Ich bin echt gespannt, was dann später noch in der neuen ja, Phase herauskommt, wieder, was die wieder rausbringen dann. Ja. Also es hat wirklich sehr viel Potenzial, das Game. Es ist aber noch sehr, sehr lustig, gerade wie alles so funktioniert und am Anfang natürlich auch sehr, sehr nervig. Ja. Na gut, dann hoffe ich, dass es gefallen hat und wir sehen uns dann demnächst beim nächsten Video. Ciao, ciao.